Hätte ich schon noch gerne oberirdisch die Hochspannungsleitung. Schon geschafft. Ist alles weg. Sehr gut. Nicht perfekt. Bisschen sehr viel Zickzack hier. Wird besser. Dann haben wir hier den Anschluss. Auch eher ungünstig, den würde ich mal schauen, alternativ zu lösen. Also von hier geht es auf alle Fälle mal nach oben, Kurve und dann hier. Mist, noch ein Weg. Oh, okay, schon besser. Sieht besser aus. Und hier müsste ich doch eigentlich auch eine unterirdische Leitung legen können. Gut, und jetzt fehlt uns noch der Straßenanschluss hier an das Bahnareal. Das sollten wir auch noch hinkriegen. Dann würde ich das hier am Kreisverkehr anschließen wollen. So. Ja, sieht gut aus. Dann lassen wir das Ganze mal weiterlaufen. Ansonsten hat sich jetzt nichts verändert. Wir haben immer noch gute Einnahmen. Wir haben hier das Bahndepot. Das brauchen wir dann, um die restlichen Sachen zu platzieren. Hier hat es wieder mal gekracht. Staut sich's auch schon. Immerhin, die Fahrzeuge scheinen alle hier mit in den Unfall verwickelt zu werden. Auch nicht allzu gut. Ja, ansonsten sieht es jetzt noch recht flüssig aus, muss ich sagen. Dann habe ich mir gedacht, machen wir hier eine Zugstation hin, sozusagen einen Hauptbahnhof. Den haben wir jetzt freigeschalten, das ist der Bahnhof, und den könnte ich mir schon vorstellen, dass wir den so hier irgendwie reinsetzen. Dürfte eigentlich ganz gut hinpassen. Ja, ich glaube, das kann man so auf alle Fälle machen. Das Einzige, was ich gerne ändern würde, ist die Straße. Mache ich zuerst. Soll die breiter sein? Ja, vielleicht schon besser, wenn die breiter ist. Und die soll ruhig komplett gerade jetzt anlegen. Und dann werden wir hier dasselbe machen und das Ganze noch ein bisschen ausweiten. Das heißt, die Straße nehmen wir hier und wir bekommen jetzt hier einen schönen Knick. Knick, 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 und hier rein kriegen wir da einen Winkel hin. Perfekt, und macht den Kreisverkehr sehr schön. Gut, dann haben wir den Bahnhof hier mal mit platziert. Gut, und der wird jetzt natürlicherweise auch gleich noch mit angeschlossen. Das heißt, wir nehmen die Bahngleise
führen die jetzt irgendwie hoch zur Bahnlinie. Jetzt müssen wir nur schauen. Wir haben hier 3 Gleise und ich würde sagen, wir schauen die unterirdisch hier rauszubringen, dass wir möglichst viel vom Platz noch beibehalten können, den wir hier haben. Das heißt, wenn wir das Ganze gerade ausziehen, wird es so aussehen. Die Steigung an sich würde auf alle Fälle in Ordnung gehen. Mir ausgesehen kann man das so machen. Jetzt würde ich allerdings das Ganze versuchen, ein bisschen alternativer zu lösen. Und zwar machen wir mal einfach minus 10 anstelle der minus 20. Mal schauen, wo wir so hinkommen. Wenn ich das so machen würde, kann ich hier gleich 2 Gleise nebeneinander schalten. Das müsste doch eigentlich gehen. Ja, dann muss ich allerdings hier anfangen. Und dann machen wir das folgendermaßen. Ich mache das Snap-Zeug mal aus. Nehme das Ganze hier. Will allerdings ein bisschen weniger Abstand. Genau so. Und hier drüber. Okay. Das heißt für mich, ich brauche einmal kurz Pause. Einmal hier das Raupentool. Dann wird hier der Bahnverkehr jetzt sozusagen teilweise unterirdisch verlegt. Das heißt, wir starten jetzt hier vorn, machen das einmal so, ein bisschen mehr Abbiegung, okay. Und jetzt müsste ich eigentlich hier Anschlüsse einzeln verwirklichen können. Einschalten natürlicherweise, sonst werde ich dann nirgends hinkommen. Ja, das Ganze muss ich natürlich jetzt schon abbeilend machen, sonst wird das nichts. Wir schauen gleich nochmal. Also einmal hier, einmal da. So, machen wir mal minus 10, vielleicht Hälfte. Das sieht doch schon gleich viel besser aus. Und hier würde ich dasselbe machen wollen. Das ist gut so, perfekt. Und jetzt den Teil schauen wir mal, wie ich den hier mit integriert, ohne dass das gleich ungünstig aussieht. Jetzt nicht so wirklich. So, schon besser, perfekt. Das geht gut. Und hier würde ich sagen, schauen wir, ob wir das denn später auch noch benötigen oder nicht. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Wir lassen das mal offen. Macht trotzdem schon mal die Anschlüsse an sich hin. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber das wäre ja schon mal ein Anfang. So, okay, dann haben wir hier jetzt die Kurven. Das heißt, hier sollten wir eigentlich mit der Straße einen recht guten Übergang hinkriegen. Schauen wir mal, ob es klappt. Das scheint perfekt zu klappen. Sehr gut. Hier haben wir eine Art Brücke, ist zwar ein bisschen nach unten gezogen, aber
Sinn und Zweck dürfte erfüllt sein. Ich schaue jetzt, ob ich das hier noch ein bisschen verbessern kann. Glaube ich. Zumindest für den Moment sollte das hinhauen. Fußgänger überwiegt ist auch mit dabei. Sehr schön. Würde ich sagen, können wir da auch gleich zum nächsten Punkt kommen. Und das wären dann die Straßenbahnen. Also, Moment, wir haben jetzt zwar Zug, aber noch keine Linie. Ja, gleich eine. Ich muss da, glaube ich, hier reinklicken. Und schauen, müsste da hinten irgendwo Ausgang sein. Ich habe das ja noch gar nicht angeschlossen, stimmt. Moment. Muss natürlich weitergehen hier. Das heißt, von hier unten müssen wir auch wieder nach oben kommen. Schauen wir jetzt, wie sich das anfühlt. Ich glaube, das dürfte so ganz gut hinhauen. Auch jetzt vielleicht kürzeren Abstand. Könnte jetzt auch ein bisschen weniger Druck sein, die Kurve. Schauen, ob wir das hinkriegen. Ich hätte hier eventuell noch ein bisschen Platz. Gleis zu verschieben. Sieht hier aus. Nicht gut. Das muss auf alle Fälle auf dieselbe Höhe zuerst, sonst sieht das immer sehr schlimm aus. Oh Mann. Also da habe ich mir auch was anderes drunter vorgestellt. Und schon einen schönen Klick noch mit rein. Das ist nicht genehmigt. Vermutlich einfacher, zwei einzelne Gleise zu setzen. Ein bisschen weiter raus vielleicht. Muss man jetzt nicht länger ausmachen. Damit kann ich leben, das sieht besser aus, viel, viel besser. Jetzt natürlicherweise wird es wieder spannend, wie komme ich jetzt von hier nach unten, wenn ich das hier einfach mal wegmache. Und da eine gerade Linie reinziehe. Und noch verbinden, dann wird es perfekt passen. So, schauen wir gleich. Also einmal starten wir jetzt hier unten. Minus 20. Minus 10 war es. Ja. 180 Grad. Bis hier hoch bitte.
jetzt auf 0. Ist auch sicher richtig snapped. Genau. Okay, sehr gut. Wir kommen so langsam an die Stelle, wo ich hin wollte. Okay, dann haben wir jetzt hier ähnliches Spiel. Die andere Seite machen wir auch so. Das heißt, das läuft schon mal. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Zugverbindung mit anzuschließen. Das heißt, es sollten auch ein paar Touristen dann von extern zu uns herkommen können mit dem Zug. Eine Linie hätten wir geschafft. Die andere geht hier hinten lang, hier hin und dann wieder hier. Okay, soweit so gut. Jetzt haben wir natürlicherweise eine Buslinie, die wir auch hier lang fahren lassen können. Würde ich auch gleich machen. Ich nehme da allerdings die bestehende von hier und lasse die noch einmal kurz hier lang fahren. Einfach um ein wenig Zeit zu sparen. Das dürfte hinhauen. Somit kommen da auch schon die ersten Züge dann an, hoffe ich zumindest. Die könnten wir auch noch anders einfärben. Eine machen wir so grün. Und die Bahnlinie 2 machen wir lila. Ah, das ist vielleicht ein bisschen krass. So, vielleicht sollte hinhauen. Schwierigkeiten. Die scheinen sich aber in Kürze wieder ein bisschen gefangen zu haben. Hoffe ich zumindest. Der Zug ist angekommen. Und fährt schon wieder los. Perfekt. Schauen wir mal, ob da gleich noch einer ankommt. Oben am Berg wird sehr stark geschürft im Moment. Da kommt der Zug. Schon einen Zahn mit auf. Machen wir mal kurz mit dem mit. Sind da einiges an Passagieren ausgestiegen. Das läuft nun mal. Wird dann mit der Zeit immer mehr ausgebaut werden. Weil kommen hier einiges an Leute an. Die scheinen auch alle unsere Buslinie hier zu nutzen. Klarerweise, wo wollen die denn sonst hin? Und wir stehen kurz vor dem nächsten Level Up.
heißt, wir müssten eigentlich gut was investieren, um wieder weiter auszubauen. Ja, Leute kommen hier auf alle Fälle gut an. Schauen wir noch kurz nach der Buslinie. Nicht, dass die hier... Teilweise sind die Busse schon ziemlich gut geladen. 40 Passagiere haben wir hier. Wow. Hier haben wir ganz schön viele Passagiere am Warten. Ich würde sagen, wir nehmen da noch Fahrzeuge mehr dazu, sollte dem Problem auf alle Fälle Abhilfe schaffen können. Wenn ich die Straße jetzt updaten möchte, muss ich da, die wird schon ziemlich breit. Das nächste Meilenstein, schauen wir da gleich rein. Könnten wir eine Einbahnstraße draus machen. Spurige Einbahnstraße oder eine asymmetrische Straße. Ich glaube, wir nehmen mal die asymmetrische Straße und schauen, wo es am ehesten sowas benötigen würde. Und ich denke mal hier. Einmal so. Abhilfe schaffen. Jedoch nicht viel. Dann haben wir wieder Stau, 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 Stau. Dann haben wir hier so viel Stau. Steht komplett alles still. Okay, hier hat es einen Unfall gegeben. Ist sicherlich einer der Auslöser. Dass die Fußgänger dann hier nicht mehr weiterkommen, ist auch klar. Wenn die Autos alle im Weg stehen. Die schafft es noch gut zu drehen hier. Das ist natürlich schon heftig. So ein kleiner Unfall kann komplett die ganze Stadt in kürzester Zeit lahmlegen. Keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Das wird immer mehr. Solange sich nur irgendwas bewegt, wird das eh. Die Öffnungsbank scheint auch mehr aus anzurichten als erwünscht, aber jetzt sind die Unfallfahrzeuge mal entfernt und kann sich jetzt hier alles wieder in Bewegung setzen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir wieder einen guten Fluss bekommen. Inzwischen würde ich mal sagen, wir schalten das Rathaus frei. Und dann haben wir noch 6 Punkte übrig. Den Sinn dieses Gebäudes habe ich noch nicht ganz verstanden. U-Bahn könnten wir auch schon freischalten dann. Größere Feuerwache wäre aber auch nicht schlecht. Unis könnten wir dann auch noch platzieren. Das wird jetzt alles ein bisschen viel hier. Ich würde mal das hier nehmen. Und das, und dann schauen wir noch. Drei Punkte.
machen wir so. Gut, heißt, also wir haben jetzt noch das Rathaus freigeschalten. Da suchen wir uns jetzt noch einen schönen Platz. Schauen wir mal. Das ist schon ein Riesenteil. Richtig groß. Mal nicht snappen. Könnte man schon so hinplatzieren, oder? Wäre das jetzt ein schlimmes Verbrechen? Nicht unbedingt günstig. Ich glaube eher, ich werde es hier oben hin platzieren. Richtung. Das sind schwierige Entscheidungen. Soll das schon hier? Also Dichte sollte hier schon gesteigert werden, also es wird schon passen, aber vielleicht eher noch hier unten. Fände ich jetzt besser. Also hätten wir auch einen Grund, das Ganze hier anzuschließen. Wir drehen das so und machen das mal hier hin und gehen dann wieder hier in das Straßenmenü und nehmen wieder dieselbe große Straße und schauen jetzt gleich, müsste hier mittig eigentlich recht gut rausfahren können, jawohl. Und jetzt hätte ich gerne hier Moment, dann machen wir jetzt was anderes. Wäre ich was, und zwar Höhe, den Weg nehmen. Dann nehmen wir wieder die Straße. Stellen die mal auf 10 Meter. Genau, das habe ich beabsichtigt. Genau das. Ich hätte gerne hier diese. Ja. Kriege ich das irgendwie hin, dass das gleichmäßig erstellt wird oder nicht? Wohl eher nicht, wenn ich nicht hier noch ein bisschen Terraforming betreibe. Wir schauen einfach mal. Kriege ich nicht hin. Heißt, ich muss hier noch ein bisschen gerade raus. Und jetzt sollte es klappen. Okay, das sieht schon mal recht gut aus. Sieht hier mit der Höhe aus. Die Höhe ist dieselbe, das habe ich mir so vorgestellt.
Okay, und hieran kann man dann jetzt ganz gemütlich alles Mögliche platzieren. Das freut mich. Okay. Ähnlich würde ich es dann hier unten machen wollen. Könnte man eigentlich schon angehen. So wäre das Ganze auch schon wieder gut vorbereitet. Na, schauen wir mal. Würde ich mal bei derselben Straße bleiben, die dann später individualisieren. Ja, gibt es jetzt kritische Stellen? Okay, der Teil würde passen. Das heißt, wenn ich hier jetzt das Gelände auch wieder ein bisschen bearbeite. Dieselbe Höhe, das gefällt. Und den Rest schauen wir dann. Einmal hier noch. Okay, das sollte schon mal hinhauen. Und da hinten hätte ich auch gerne noch. Eisverkehr hin. Ja, okay. Lassen wir den hier oder hier? Gut, besser hier. Setzen wir hier an und führen das Ganze noch hier unter der Brücke durch. Jo, das wird ja schon mal ganz ein schönes Layout hier. Gut, der Teil hier sollte dann auch noch ein bisschen verbessert werden, aber wie ich das gestalte, weiß ich jetzt noch nicht. Und der Rest wird sich dann ergeben. Wie sieht es jetzt hier mit den Bussen aus? Da sind jetzt eindeutig ein paar mehr unterwegs, die werden auch noch gut gefüllt. Immer noch gut Leute mit dem Zug hier in der Stadt an. Ein Friedhof gibt es auf alle Fälle noch genügend Platz. Und somit würde ich jetzt bei den Ausgaben, sind wir noch gut im Rennen, setze ich mal auf ein Krankenhaus. Es kostet dann 775 pro Monat, das können wir uns, glaube ich, leisten. Mal schauen, wo setzt man denn so ein riesen Krankenhaus hin? Also am besten schon irgendwo eine Hauptstraße, vermute ich mal irgendwie. Ich würde dafür aber jetzt eher hier nochmal, das machen wir jetzt so. Jetzt mal hier eine Straße raus. Und mach die mal hier der Autobahn entlang ein wenig. So, dann habe ich da schon mal eine kleine Vorgabe und da würde ich sagen, wird sich das Krankenhaus schon mal recht gut machen.
freuen sich natürlich alle. Und somit haben wir da auch schon mal etwas Gutes getan. Dann nehmen wir gleich den Hubschrauber als Accessoire dazu. Und der fliegt auch schon los. Schauen wir den mal zu erwischen. Jetzt kommt er natürlich relativ schnell zu dem Patienten ran. Wir haben übrigens auch wieder Herbst. Das sieht man jetzt richtig krass. Färbt sich alles ein. Patient abgeholt und ab in die Klinik. Ja, und wir machen jetzt auch schon wieder Miese. Müssen wir jetzt dann wirklich auch schauen, dass wir wieder was an Einnahmen erzielen. Das wird auf alle Fälle möglich sein. Wir haben noch viel zu tun. Ein Grundlayout für den neuen Stadtteil mit hoher Dichte haben wir auch schon geschaffen. Ich denke, die Straßen dürften das Ganze dann recht gut stemmen können. Auf alle Fälle werden wir da sicherlich noch was Zusätzliches dann verwirklichen müssen, um da sicher in Ordnung zu sein. Aber ich denke mal, wenn wir hier noch eine Anbindung nach oben schaffen, sollte das hinhauen. Und ja, dann heißt es, das Ganze noch weiter auszubauen. Aber das passiert dann in der nächsten Folge, das nächste Mal. Und ich freue mich darauf, euch wiederzusehen, eventuell jeden Dienstag Fixtermin für Cities Skylines 2. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Abend, macht's gut und tschüss.